Hallo, willkommen zu einem neuen Feuerwerksvideo. Jetzt werde ich hier mal eine 3 Meter Wunderkatze bauen. Und zwar brauche ich dazu diese ganzen Sachen hier. 45er Wunderkatzen und normale kleine Wunderkatzen. Und dann einen sehr langen Stock. Der ist ungefähr 2,60 Meter. Und dann geht's los. So, ich bin fertig. 3 Meter lang, 30 Wunderkerzen, 15 große und 15 kleine. Da habe ich hier mal ein paar Bündel mit dran gemacht. Und am Ende 10 auf einmal zusätzlich und 2 große. Ja, hier nochmal die Gesamtübersicht. Also die Brennmasse 3 Meter, 3 Meter 22 insgesamt. Jetzt hebe ich sie mal an. Jawohl! 3 Meter Wunderkerze. So, los geht's. Wir gucken auf die Uhrzeit. Ab geht die Post. Ich hoffe nur, sie brennt durch. Mal gucken, der Übergang geht wunderbar, kein Problem. Noch 29 von 30. So, die fallen aber auch nacheinander ab dann. Mehr oder weniger. Ah, die bleibt hin. Bleibt so runter. War ja nächste Stichflammenartig.
Soll ich die als ganzes Video laufen lassen oder mit Zeitraffer? So, Achtung, Übergang. Boah, ich hätte da mal 10 davon machen müssen oder ein richtiges fettes Bündel. Naja. Alter, schon 4 Minuten, das wird die längste Wunderkerzenkettenreaktion. Wahrscheinlich hat das vor mir noch keiner versucht. Keine Ahnung. Video läuft schon ungefähr 6 Minuten. Hoffentlich geht's nicht aus. Die ausgebrannten Wunderkerzen lösen sich nach und nach ab und fallen runter. Gut verklebt. Richtig schön gemütlich, langweilig. Ab 70 cm ist F2 nur zu Silvester erlaubt. Aber von Verleiten war keine Rede. Dass die nicht länger sein dürfen. Muss natürlich aufpassen, dass die beim Übergang auch aneinander liegen, wenn die schon vorher abkippen.
Moment, ich muss gucken, dass ich im Bild bleibe. Ja, echt. Wir befinden uns auf den letzten Metern. Leute, das ist so langweilig, ey. Kommt man nur auf solche Ideen? Schreibt mal einen Kommentar, wer das jetzt gerade noch guckt. Ich laufe noch mal eine Runde. Kommt gleich Action rein. Das erste Bündel müsste theoretisch angehen. Jawohl.
Holz brennt schon mit. Viertelstunde ungefähr. Einer der letzten Übergänge. Jetzt muss ich dann die mal andersrum anpassen. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Finale. Eher langsam als sicher. Gleich geht's los. So, jetzt machen wir 3. Und gleich kommt das fette Bündel. Okay. Das war's. Das war's und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.